Es gibt unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich. Manche sagen, der tippt jemanden und diese Person kehrt zurück und er stellt sich neben ihm, weil er allein nicht in der Reihe beten darf. Tippen eine Person und zurück, es gibt ein Hadith. Es gibt ein Hadith. Aber dieser Hadith ist nicht authentisch. Diese Tippen eine Person und zurück, das ist nicht authentisch. Deshalb, man kann das nicht machen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Andere Leute sagen, der wartet, bis jemand kommt und dann machen sie, dann stehen sie zusammen. Dritte, das ist das, er wartet, vielleicht kommt keine Person, dann verliert er die Jama'a. Dann die dritte Ansicht, der stellt sich allein hinter der Reihe. Aber es gibt eine Überlieferung, wenn man allein sich allein hinter der Reihe stellt, dann hat man kein Gebet. Ja, wie sollen wir das denn vereinbaren mit diesen Hadithen? Passt auf. Barakallahu fikum, sagt Allah. Wenn die Reihe voll ist, jetzt mitdenken bitte, wenn die Reihe voll ist und ich gehe zu jemandem und ich tippe auf seine Schulter und er kommt zurück, was passiert in der Reihe? Es ist unvollständig. Das bedeutet, es gibt in der Reihe Barakallahu fikum. Khair. Was passiert in der Reihe? Da gibt es eine Lücke, weil jemand nach hinten ist. Was ist die Pflicht, wenn eine Lücke in der Reihe ist? Ha? Genau, das ist unvollständig geworden. Deshalb müssen wir befüllen. Ja, und wenn einer von den beiden befüllt, was passiert mit dem anderen? Der steht allein. Deshalb darf man allein hinter der Reihe stehen. Wenn die Reihe unvollständig ist, darf man nicht. Aber wenn die Reihe vollständig ist, dann darfst du auch allein hinter der Reihe stehen. Nicht so, nicht beeilen, dass man mir sagt, ja, wir haben einen Sheikh im Internet gehört, der hat gesagt, du darfst nicht allein hinter der Reihe stehen und wenn du das machst, dann ist dein Gebet ungültig. Das habe ich euch gesagt, es gibt diese Meinung. Aber wir haben einen Beweis. Abu Bakr radwanallahu alayhi kam in die Moschee und die Reihe war vollständig. Und der Imam war im Ruku'. Was machte Abu Bakr? Der hat Allahu Akbar gesagt und der hat Ruku' gemacht. Der hat sich verbeugt und der ist gelaufen im Ruku' zu der Reihe. Der Prophet ﷺ sagte ihm nach dem Gebet, Zadak Allahu Hirsan, entweder la ta'ud, la ta'du, la ta'ud. Entweder zähl das nicht, renne nicht oder wiederhol das nicht. Diejenigen, die sagen, renne nicht, die sagen, das geht. Diejenigen, die sagen, mach das nicht mehr, die sagen, dann kann man hinter der Reihe beten. Und diejenigen, die sagen, la ta'ud, die haben gesagt, zähle die Raka'a nicht oder zähle das Gebet nicht. Und deshalb, barakallahu fikum, sagum la khaira, hier sollte man das verstehen. Eine Reihe ist vollständig. Ich komme rein. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder Jama'a mitzumachen oder nicht. Dass ich jemanden zurückbringe und tippe und sage nach hinten, dann habe ich eine Lücke in der Reihe gemacht. Und das ist verboten. Richtig? Und da muss ich die Lücke befüllen. Aber pass auf, nicht, dass jemand dich tippt. Du gehst nach hinten und der geht anstatt, der nimmt deine Stelle. Das bedeutet, Wallahu ta'ala ala wa'alam, wenn die Reihe vollständig ist, du kannst auch allein in der Reihe stehen, kein Problem. Weil du hier entschuldigt bist. Du wolltest das machen, aber du wurdest verhindert. Du hast das nicht absichtlich gemacht.